Nun denn, ich tendiere eigentlich mal dazu, dass Schleichen nicht wirklich die beste Idee ist, um hier voranzukommen. Ist hier da hinten noch der Typ, oder? Nee, der ist tot, oder? Und die ganzen Waffen hier, die können wir nicht einsammeln. Die haben wir alle gar nicht mit. Ach, du Schande. Und den da kennen wir noch von woanders her. Da würde ich erstmal noch nicht hingehen. Wobei ich denke mal, früher oder später werden wir dahin müssen. Und hier ist der Große, okay. Das sieht momentan nicht wirklich gut aus. Aber ich hätte da eine Idee. So, du schläfst erstmal. Ach Gott. Das hat sogar geklappt. Das hätte ich nicht gedacht. Okay. Viel Blut gibt es zwar nicht. So viel hat der liebe Kerl anscheinend gar nicht mehr. Aber naja, immerhin etwas. Damit können wir auf jeden Fall schon mal mehr anfangen. Und von hier aus haben wir auch den weitaus besseren Blick hier auf unseren Kandidaten da vorne. Nochmal schnell die Schrotflinte mitgenommen. Die Munition entwendet, hier liegt auch noch was rum. Oh, schau mal an. Das sind, glaube ich, deren Blutkonserven. Der macht gar nichts mehr. Dann nehme ich ihn mir einfach mal mit. Vielleicht nicht direkt ganz austrinken, ein bisschen reicht. So. Bleibt er am Leben? Vielleicht hat er noch die reelle Chance, gerettet zu werden, auch wenn ich nicht wirklich dran glaube. Aber naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Von daher hat das schon so alles einen Sinn. Wenn wir schon mal hier sind, nochmal alles aufladen, warum auch nicht. Ja, und jetzt führt kein Weg mehr daran vorbei. Wir müssen den Typen hier hinten ausschalten. Ich versuche es mal einfach direkt mit Suizid, aber ich denke, das wird auf ihn keine Wirkung haben. Oh. Hat es doch. Das ist natürlich bemerkenswert. Hat uns das jetzt irgendetwas gebracht? Von hier kamen wir ja ursprünglich. Das heißt, wir haben einfach nur den Weg hier aufgeräumt, aber im Großen und Ganzen können wir eigentlich direkt wieder gehen. Das heißt, uns bleiben noch zwei Gegner hier in diesen Räumlichkeiten. Und zwei etwas harte. Einmal den dicken und den schnellen. Und hier kommen wir nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu dem Kandidaten rechts von uns und schauen mal, wie wir damit so fertig werden. Oh. Dann sag erstmal gute Nacht, mein Guter. Oh, fuck. Da war ich etwas zu laut. Eventuell. Ah, nee, doch, das klappt ganz gut. Oh. Ein Werwolf? Bitte was? Okay, erstmal in Ruhe aufladen. Jetzt kommt volle Breitseite. Kommt viel. Ach, Schande. Nein, 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 nein. Das ist mal gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist doch definitiv ein Werwolf. Au, verdammt. Okay, das ist nicht so ganz gut, aber das schaffen wir definitiv. Wir bekommen das hin. Keine Sorge, alles wird gut. Er hat fürs Erste aufgegeben, so wie es mir scheint, aber der wird hier noch irgendwo rumlungern, da bin ich mir sehr sicher. Erstmal Blutheilung.
Und dann werden wir mal sehen, wie wir damit fertig werden. Momentan sieht es eher ein bisschen knapp aus. Also wenn die Werwölfe zuschlagen, dann macht das hier aber keine Freude mehr. Also so viel ist sicher. Ich bin mal gespannt, wo der bleibt. Oder bis wohin er uns gefolgt ist. Wir sind auf jeden Fall wieder ganz am Anfang, was ja auch erstmal tendenziell nicht so ganz gut ist. Ich fürchte, das wird jetzt die beste Zeit, um unsere neue Waffe auszuprobieren. Naja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, hoffe ich. Hallö. Na, wie geht's dir, mein Freund? Wuffi? Ach da, da ist er ja. So, ich muss ein bisschen näher an den Wuffi ran. Oh, okay. Ich verstehe. In dem Fall hätten wir uns mehr Munition mitnehmen sollen. Okay. Wissen wir fürs nächste Mal. Aber den da hinten, den kriegen wir, glaube ich, auch so kaputt. Da müssen wir jetzt nicht großartig viel Munition verschießen. Und wenn wir gerade bei Munition sind, warum zum Teufel haben wir uns keine Bolzen mitgenommen? Das ist ja fast schon Selbstmord hier. Und dabei haben wir eingekauft. Also irgendwie ist da was schiefgegangen. Naja. Ändern können wir es jetzt auch nicht mehr. Erstmal ein bisschen Blutheilung. Und du schläfst erstmal ein. Das hat doch beim letzten Mal auch gut geklappt eigentlich. Ah, gut. Diesmal leider nicht. Okay, von da oben kam der Werwolf. Oder was auch immer das sein soll. Aber wenn ich mich recht in. Okay, hier sind wir wieder direkt da, wo wir rausgekommen sind. Das ist natürlich erstmal total blöd. Für einen Moment dachte ich, wir hätten die Chance, diesen großen Dicken da zu umgehen, aber nein. Dem ist wohl nicht so. Dann würde ich sagen, ich glaube, drumrum schleichen können wir uns sowieso nicht mehr. Die Tür sieht zu aus. Die Uzi können wir nicht mitnehmen. Da haben wir leider keinen Platz mehr für. Oh nein. Siehst du mich? Siehst du mich? Bitte was? Bitte was? Aber ich glaube, der bewacht hier sowieso den Eingang. Das heißt, wir haben einen freien Schuss. Ah, sogar mehr. Oh oh. Du machst gar nicht. Na gut. Du machst echt nichts? Gar nichts? Dann können wir uns mal angucken. Das habe ich auch nebenbei noch nicht gemacht, wenn wir schon mal hier sind. Der hat nämlich einen ziemlich ekligen Arm. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und der guckt aus seinen Nippeln. Das ist natürlich spektakulär. Aber jetzt. Wobei, warum benutze ich eigentlich, genau, kann ich auch so. Naja, eher nicht. So. Nein, okay. Den müssen wir dann leider mit Schrot töten, oder kommen wir da einfach dran vorbei? Doch, kommen wir. Gut. Ich weiß nicht genau, warum das nicht so geklappt hat. Das wird wahrscheinlich die Mod sein. Naja. Auch nicht weiter tragisch. Dann geht es für uns erstmal weiter bergab. Weil ich meine, einen anderen Weg gibt es sowieso nicht. Huch. Oh, du kommst mir sowas von recht, mein Freund. Ah, ein bisschen mehr Blut schadet auf keinen Fall. So, und du stirbst erstmal direkt, dann haben wir diese Schwierigkeit schon mal nicht mehr mit dir. Allerdings ist da direkt noch einer. Aber der sieht uns nicht. Oh, es sind sogar zwei. Eventuell. Ja.
Kein freies... Oh, oh. Was? Oh, ob das so eine gute Idee war? Ah, fuck. Okay. Wir haben leider nicht mehr so viel Munition für den Flammenwerfer. Das ist natürlich echt blöd. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier ganz schön zurückhalten. Und hier ist leider auch keine Munition mehr. Ich weiß gar nicht, was wir eingekauft haben für den Dreck. Gibt's doch gar nicht. Hier noch 7-1. Ja, das ist echt, echt blöd. Naja, gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier anderweitig ein bisschen Platz schaffen können. Und zwar... Ich würde mir den einen, den menschlichen mit dem Messer, den würde ich mir gerne am Leben halten für später. Dann stirbst du erstmal. Das ist super gut, dass das auch bei denen geht. Wusste ich gar nicht. Oh, und da wurden wir gerade gesehen. Und direkt da, wo ich gespeichert habe. Nicht ganz so gut, aber das ist erstmal egal. Solange wir jetzt hier nicht gestört werden, erstmal wieder ein bisschen Blut aufbereiten und... Ich denke, wir müssen jetzt hier wesentlich mehr mit den Vampirmächten spielen. Ansonsten haben wir leichte Probleme, hier weiter fortzuschreiten. Na gut. Oh, Moment. Du bist kein Vampir. Du bist auch keiner von den... Ah, perfekt. Oh. Dann bist du erstmal nach. Komm schon, gibt's doch gar nicht. Ah, da hinten ist noch einer. Erstmal den taktischen Rückzug. So. Und du bist auch erstmal meiner. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Blut jetzt für diese Aktion hier, sonst wird das überhaupt nichts. Aber Gott sei Dank haben wir hier die Blutlieferanten schon direkt da, wo sie sein sollen. Das heißt... Soweit ist das eigentlich ganz gut. Und ich glaube, hier waren noch mehr Menschen. Aber du gehörst nicht dazu, deshalb stirbst du ein... Moment. Hat das nicht geklappt? Na gut. Anscheinend klappt das nicht immer auf andere Vampire.